So viele von euch haben sich ein Video zur Kommasetzung gewünscht. Ich finde, es ist ein sehr umfangreiches Thema. Deswegen werden wir in diesem Video erstmal anfangen und die Basics machen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video. So, in diesem Video erkläre ich euch, wie gesagt, die Kommaregel und zwar die Basics. Also es ist relativ kurz und übersichtlich. Wenn ihr zu irgendeinem der Unterpunkte noch ein extra Video haben wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Los geht's! Nebensätze, die mit einer der folgenden Konjunktionen, man nennt die auch Bindewörter, beginnen, werden immer vom Hauptsatz mit einem Komma abgetrennt. Die Konjunktionen, bei denen das gilt, sind als, weil, nachdem, wenn, obwohl, ob, das, damit und bevor. So, hier haben wir ein Beispiel. Er geht jetzt nach Hause, Komma, weil es dunkel wird. Hier müsst ihr aufpassen, weil der Nebensatz auch zu Beginn stehen kann. Und dann würde aus diesem Satz zum Beispiel, weil es dunkel wird, Komma, geht er nach Hause. So, zweitens setzt man Komma bei Aufzählung. Das heißt zwischen Aufzählung, zwischen gleichrangigen Wörtern und Wortgruppen, die nicht durch ein und oder ein oder verbunden sind, steht immer ein Komma. Der Beispielsatz hier lautet, in einem Zelt liegen ein Hammer, eine Axt, ein Kostüm und ein Kopfschmuck. Drittens, Relativsätze werden immer durch Kommas abgetrennt. Hier habe ich euch mal zwei Beispiele aufgeschrieben. Der Hund, jetzt kommt der Relativsatz, der den Knochen gefunden hat, rennt damit weg. Oder der zweite Satz, die Schneeflocke, die auf deine Hand gefallen ist, schmilzt gleich. Viertens, bei Appositionen setzt man ein Komma. Appositionen sind Beifügungen oder zusätzliche Informationen, die man in den Satz einfügt. Die Beispiele hier lauten, die Wissenschaftlerin, jetzt kommt die Apposition, eine gebildete Frau, trug eine schwarze Brille. Oder die Lehrerin, Frau Schmidt, ergriff das Wort. Hier seht ihr auch, die Appositionen sind davor und danach durch ein Komma abgetrennt. Fünftens, zwischen wörtlicher Rede und dem Begleitsatz setzt man immer ein Komma. Das heißt, ihr habt vorne die wörtliche Rede, hier an den Anführungsstrichen zu erkennen, einen wunderschönen Tag noch. Und danach geht der Satz weiter, der Begleitsatz folgt und davor kommt ein Komma. Sodass es dann insgesamt heißt, einen wunderschönen Tag noch, rief er ihr hinterher. Und zuletzt beim Infinitiv mit zu. Ein Hauptsatz kann von einem erweiterten Infinitiv mit zu abgetrennt werden. Zum Beispiel, er entschied sich, ihr nicht nachzugehen. Hier ist aber eine Kann-Option, also man muss hier kein Komma setzen. Bei einer Erweiterung mit um zu muss man allerdings ein Komma setzen. Und da würde das Komma an der folgenden Stelle stehen. Er ging nach Berlin, um zu studieren. So, und das war es auch schon. Wie gesagt, sehr kurz und knapp. Wenn ihr zu irgendwas noch genauer Fragen habt oder ich irgendwas genauer erklären soll, dann schreibt es einfach in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.